Finn, Mia, Kuruka und so weiter. Die meisten Störche im St. Gallischen Nutznach haben einen Namen, einen Paten und ganz viele Fan. Cornelia Krättli ist Patin von zwei von diesen Störchen und kommt regelmäßig vorbei, lässt sich vom Vereinspräsident auf den neuesten Stand bringen. Sie war ja mit dem Finn ja dort oben, oder? Ja. Aber er hat halt jetzt auch einen Wechsel gegeben. Ja, wo war denn die überhaupt in ein paar Wochen? Wo ist die Mia hin? Die hat vielleicht jemanden gesucht. Sie hat jemanden gesucht. Der Storch und der Mensch, innige Verbindung. Viele Störche bleiben mittlerweile das ganze Jahr, fliegen nicht mehr auf Afrika zum Überwintern. Unter anderem, weil sie an verschiedenen Orten in der Schweiz gefüttert werden. Mit Sorge beobachtet das Peter Enkis von der Gesellschaft Storch Schweiz, wo regelmässig bei den Gemeinden mit vielen Störchen vorbeischauen. Die Tiere werden immer schwerer. Der Weg nach Afrika, das ist Strapazen, das ist anstrengend. Und normalerweise speckt er dann ab in dieser Zeit. Wenn er aber einfach da bleibt, hat er eigentlich keinen Grund. Und noch gefüttert wird, ist noch extremer, dass er halt dann immer feisser wird. Ein paar Störche fliegen zwar noch weg, viele aber gehen nur noch auf Spanien und fressen sich dort auf den Mülldeponien voll. Die Spanier reden die Leute teilweise von einer Storchenplage. Ein Beispiel ist ein Dorf im Westen von Spanien, das mehr Störche hat als Einwohner. Und das haben nicht alle Leute gern. Dabei wäre der Storch in der Schweiz fast ausgestorben und hätte in den 60er Jahren frisch angesiedelt werden. Auf dem Flugplatz Basel-Mühlhausen hat man Gäste aus Algerien festlich empfangen. Sie sind in vielen Kisten ausgestiegen, obschon sie zum Fliegen doch eigene Flügel hätten. Gleich nach ihrer Ankunft bekommen sie zu essen. Es sind 100 junge Störche, die mit Motorenhilfe in die Schweiz geflogen sind, wo der Storchenvater Max Blösch sie ansiedeln möchte. Zur Rettung vom Storch sind damals in der Schweiz verschiedene Vereine entstanden. Der Präsident vom Verein Zutznach erinnert sich. Im April, Mai, bevor es dann ausgeflogen wird, hat man dann die Flügel gestutzt, dass die auch immer am Boden geblieben sind, haben somit nicht mehr wegfliegen können. Durch das hat man die Aufzucht dann in die Wege leiten. Die Wiederansiedelung des Storch ist gelungen, sagt auch der Bund. Jetzt müssen die vielen lokalen Vereine Störche nicht mehr speziell betreuen und füttern. Wir sollten aufhören, den Storch noch nach wie vor zu behandeln als ein Tier, das quasi so halb wild oder halb Haustier ist. Es ist ein Wildtier, es soll ein Wildtier sein, es soll wild bleiben, es soll sein natürliches Verhalten können ausleben, das Tier. Das heisst eben im Winter wegziehen, auf den Zug gehen, auf Südeuropa. Dass ein Storch keine spezielle Aufmerksamkeit mehr brauche und nicht mehr gefüttert werden soll, ist für viele Mitglieder in den lokalen Storchenvereinen unverständlich. Da in Utznach zum Beispiel lagert immer noch kiloweise Fisch für die Winterzeit in einem Kühlhaus. Der Bund sagt, die Störche werden zu fett, können dann nachher nicht mehr richtig umeinander fliegen bzw. kommen zu wenig Junge über. Was sagen Sie zu dem? Wir sollen ihnen nichts mehr geben. Ja, das ist schon schwierig zu sagen. Wir haben natürlich Störche, die 30 Jahre hier leben und nicht mehr in den Süden ziehen. Also müssen wir ja die prinzipiell sterben lassen in Extremsituationen. Und das ist, glaube ich, auch nicht der Sinn und der Zweck der ganzen Aufzucht. Und überhaupt gefüttert werden nur in den ganz harten Winterzeiten. Der Storch. Ein Wildtier, das vielen ans Herz gewachsen ist. Das Storchen-Wiederansiedelungsprogramm in der Schweiz hat gewirkt. Wie schnell sich der Storch vermehrt, sieht man exemplarisch in Utznach. Im Moment hat man 71 Jungstörche, fast doppelt so viel wie vor einem Jahr. Das freut einerseits Touristen, andererseits ärgern sich auch immer mehr Einwohner über Dreck auf ihren Dächern und auf dem Auto. Vor der Kamera wird sich allerdings niemand äußern.